Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladin, zu einem kleinen Laber-Video zum Jahresrückblick, zum Silvester-Special 2021 auf Zwergenfürst.lp. Ja, ich bin hier tatsächlich in Minecraft auf einem mehr oder weniger privaten Community-Server in der Taverne, die ich aufgebaut habe. Hier steht ein paar Speisekarte. Ich werde hier mal im Hintergrund ein bisschen rumlaufen und das ein oder zeigen. Und ich werde, während ich hier meinen täglichen Geschäft in Minecraft nachgehe und das ein oder andere vielleicht auch zeige, und vielleicht auch ein paar Leute treffe. Ach ja, übrigens, hier mal, haben wir einen kleinen Banner dafür. Können wir einfach mal kurz einblenden. Ich hoffe, es klappt. Ja, das Minecraft Winterprojekt. Auf dem, das sind die ganzen Leute, die hier auf dem Server mit aktiv sind. Ja. Ich will mit euch heute ein bisschen über das vergangene Jahr reden, über 2021, was so vor allem auf meinem Kanal los war, so ein bisschen zurückblicken und ja, vielleicht auch allgemein, was so los war das Jahr, ein bisschen Revue passieren lassen. Ein Ausblick aufs nächste Jahr gibt es dann nochmal in einem gesonderten Video, das habe ich schon aufgenommen, habe schon produziert, das kommt dann die Tage. So, na dann. Ja, ich habe hier gerade die Liste direkt offen bei mir, es ist nicht eine Liste, aber meine Uploads von diesem Jahr, und ich sehe direkt, und wir haben das Jahr angefangen wie üblich mit einem neuen Projekt auf dem Kanal. Creativeverse haben wir gespielt Anfang des Jahres. Da habe ich dann mit einem Zuschauer zusammen, der Lars war das, mit dem habe ich gemeinsam Creativeverse gespielt. Mit Parts haben wir das gemacht, können wir jetzt gerade hier nicht so wirklich sehen. Schauen wir nachher noch, ich bin hier gerade bei den einzelnen Videos. Pumpkin Jack kam, war dann auch noch am das Finale, also letzten zwei, drei Parts. Das war jetzt nicht so wirklich, war eher ein 2020er Projekt. Among Us, das lief das ganze Jahr durch. Among Us war 2020 und 2021 ein Projekt. Ein, zwei Parts werden euch dann auch nächstes Jahr erwarten, aber das ist jetzt hier, wir wollen jetzt noch nicht über das nächste Jahr reden. Super Mario Odyssey, ein Projekt, was Anfang des Jahres lief auf meinem Kanal, und ja, ich habe es dann relativ bald auf Eis gelegt, das Projekt. Also viele Switch-Projekte, die Anfang des Jahres liefen, habe ich dann irgendwann, wir werden es noch sehen, werde es euch bald sagen können, wenn ich dann weiter scrolle, werde ich euch sagen, wann sie auf Eis gelegt wurden. Es war so, es ging mir zeitweise in diesem Jahr nicht wirklich großartig, aus mehreren Gründen ging es mir nicht so perfekt dieses Jahr. Da gab es das eine oder andere Private, was dazwischen gekommen ist und was mir so ein bisschen die Stimmung vermiest hat, und da, wo es mir auch wirklich schlecht ging, wo es also Umorientierung und Neuorientierung, viel Neues im Leben und viel, auch einige Schicksalsschläge und Sachen, die auch ein bisschen, ja, vielleicht im Endeffekt dann doch positiv waren, aber trotzdem erstmal ein ganz schöner Happen zu schlucken waren. Und ich muss das nicht im Einzelnen ausschmücken, aber es ist, ja,
dass ich dann auch, das war auch einer der Gründe, wo ich dann gesagt habe, dass da das dann ein bisschen mit Projekten, die nicht schon vorproduziert sind, das waren die PC-Projekte, hatte ich halt schon auf Platte, hatte ich schon vorproduziert, und die Switch-Projekte, die ich tagesaktuell aufnehme, die mussten dann halt pausieren. Und ja, lang Gerede um wenig Sinn. Super Mario Odyssey lief Anfang des Jahres noch. Dann habe ich, glaube ich, dann habe ich angefangen. Ja, Pumpkin Jack war noch so ein bisschen. Es waren diese 18 Uhr Projekte, die dann schon Anfang des Jahres kamen. Da lief dann schon Anfang Januar dann im Anschluss an Pumpkin Jack Little Miss Fortune. Bin ich selbst überrascht von, dass das ein 2021 Projekt ist. Das hatte ich noch. So lang geht das ja schon. Das hatte ich früher in Erinnerung. Ja. Und ja, Pokémon Mystery Dungeon, der berühmte letzte Part davon, Chaos im Mistturm, wo wir dann nicht mehr weiter kamen, das ist ein letzter Part. Pokémon Mystery Dungeon hatte Team DX. War auch eher ein 2020er Projekt. Anfang des Jahres, das ihr werdet es auch nächstes Jahr noch sehen. Da schon ein kleiner Hinweis drauf. Es gibt natürlich das ein oder andere Projekt, was natürlich noch fortgesetzt werden muss, was 2021 begonnen wird und 2022 fortgesetzt wird. Oder beziehungsweise jetzt auf den Rückblick geguckt, 2020 begonnen wurde und 2021 fortgesetzt werden muss. Ja. Und ja, The Witcher. Und damals, das war noch The Witcher, das war der, damals habe ich noch auf Twitch, also ich glaube, Little Miss Fortune habe ich dann auch noch auf YouTube gestreamt, nicht auf Twitch. The Witcher war dann das letzte YouTube-Streaming-Projekt. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der 13.01.2021 war ein großartiger Termin. Da habe ich nämlich den ersten so regelmäßigen Twitch-Stream gemacht und habe angefangen auf Twitch live zu streamen. Das ist auch sehr bemerkenswert. Da fing dann der Spaß mit Twitch an und zog sich bis zum Ende des Jahres, bis aktuell und voraussichtlich auch in weitere Zukunft hinein. Folgt mir auf Twitch. Ja, da gibt es großartige Projekte. Wir werden auch noch mal darüber zu reden kommen. The Witcher Enchanted Edition haben wir gespielt. Dann kam dann. Oh, das ist ein bisschen später. Ich spoilere hier schon ein bisschen. Stream-Aufzeichnung, die ich hier sehe, die ich ungelistet hier sehe. Jedenfalls haben wir es live auf YouTube. Wir haben live auf YouTube The Witcher gestreamt. Goodbye Deponia lief damals Anfang 2021. Und React2s habe ich dann schon gemacht. Das ist da React2s. Das muss dann auch schon, das müssen dann die hier, ich sehe gerade zwei React2-Twitch-Clips. Also von mir selbst, meine eigenen Twitch-Clips. Das heißt, da habe ich schon, das waren so meine ersten Streams. Ich hatte dann den Modi geklippt. Manche Sachen. Und ja, gut, bei Deponia. Und dann später wahrscheinlich auch, ja, ich weiß es ja, Deponia Doomsday haben wir gestreamt dieses Jahr. Ja, als 18 Uhr Projekt kam dann Lego Harry Potter, einer der früheren, der frühesten, der ersten Twitch-Streams, Streams auf Twitch.
Lego wird dann Jahre 1 bis 4, später dann Jahre 5 bis 7. Und ja, The Witcher haben wir bei hier auf Teams. Da habe ich dieses Jahr, ich erinnere mich dran, da gab es einige Streams mit Mods am erstmal nur mit nur gewöhnliche Sea of Thieves Parts mit. Ich bin doof, dass ich in Minecraft kein Essen mitgenommen habe. Ja, mit gewöhnlichen Inselabenteuer, mit Schatzsuchen und so weiter. Später im Jahr kamen dann ja natürlich bestimmt die Sache mit A Pirate's Tale, wo wir dann Jack Sparrow hier Flucht der Karibik Abenteuer gespielt haben. Ja. Dann hatten wir Animal Crossing, muss ich ehrlich sagen. Das war ein Projekt, was ich dann irgendwie doch stiefmütterlich behandelt habe und wo ich dann leider irgendwie doch vergessen habe, weitere Parts hochzuladen. Da gab es jetzt auch bedeutende Updates für Animal Crossing. So ist es nicht. Ich hätte da durchaus was spielen können. Habe ich irgendwie verpennt. In zwei Parts habe ich dann Anfang des Jahres trotzdem dazu hochgeladen. Mal schauen, ob ich hier unterm Eis ein bisschen Fisch finde. Ja, waren auch schon großartige Projekte Anfang des Jahres. Ich werde hier nicht ertrinken. Blödsinn, was ich hier mache. V. Ich hatte gerade keinen Stotteranfall. Es ist wirklich ein Spiel, was es gibt, was ich auch für, ich glaube, 12 Parts lang habe ich das gespielt. Ich rucke hier so. Sorry. Mit dem Maus. React to Steams gab es einige. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verirrt. Ja, vor das Spiel im Retro-Game-Stil. Was dann doch ziemlich anstrengend war und wo ich dann relativ bald aufgehört habe mit das zu spielen. Ich glaube, ich habe es auch auf Twitch live gestreamt. Nächsten Jahren ist hier eine vergebliche Liebesmühe. Ich konzentriere mich zu viel auf Minecraft. Creativeverse, ja, das Minecraft kam dann später aus dem Jahr. Minecraft Arno Staffel 2. Am Anfang haben wir dann Creativeverse gespielt. Es war ja dann schon Anfang 2021, hatten wir auch viel mit Corona-Doktor und das hatten wir dann auch Anfang des Jahres noch. Das verdammte Coronavirus wird uns ja jetzt wahrscheinlich auch noch ins nächste Jahr, nicht nur wahrscheinlich, wird uns ins nächste Jahr noch mitverfolgen. Das dritte Corona-Jahr. Hurra. Ja. Und ja, da ich auf Sachen durch Kuchen TV habe ich mal ein React-to-Video gemacht. Auf Daily Dose auf Internet war ein Klassiker. Das Jahr, was da habe ich öfters des Öfteren schon drauf reagiert. Oh nein!
Der verdammte Pulverschnee. Muss man aufpassen, dass man hier nicht versinkt. Das gibt es in der neuesten Version. Auf Marvin Neumann haben wir reagiert. Und dann gab es schon einen Test, was ein späteres Projekt, ein Livestream-Projekt ankündigte. Nämlich haben wir da letztes Minute of Islands gespielt. Großartige Let's Test Projekt gab es auch dieses Jahr. Auch vor der Gamescom schon. Einige Projekte, die ich angespielt habe. Gut, Among Us, die großartigen Runden. Twitch-Stream, ja, ich glaube, in der Aufzeichnung, aber im Stream zusammen mit dem YouTuber Lenificate hatte ich die Ehre und das Vergnügen mit Lenificate, einem doch sehr berühmten deutschen YouTuber, zusammen in der Runde zu spielen. Super Mario 3D World, Bowser's Fury. Es war, glaube ich, ein Game, das kam Anfang des Jahres raus, das haben wir dann zu Release gespielt, soweit ich mich erinnere. Und dann habe ich auch schon, dann war es soweit, dass die Parts released habe. Da habe ich die Stream-Aufzeichnungsparts um 18 Uhr veröffentlicht. Ich habe mich hier in Minecraft gerade verirrt. Auch sehr schön. Ja. Reactions sind wirklich was gewesen. Und ja, The Witcher war auch in gewisser Weise irgendwie. War ein wichtiges Projekt auf dem Kanal, weil es auch der letzte YouTube-Stream und den Übergang bildete zu den Twitch-Streams. Ja, Gartic vorhin habe ich dann auch mal entdeckt und habe das mal angespielt. Ein paar Parts mit Listorik, da habe ich dann den Twitch, den man Historik entdeckt und in seiner Community auch bei Among Us dann einige Runden mitgespielt. Ja, wirklich auch, also muss ich wirklich ein Dankeschön aussprechen auch an die Community, wo ich zu Gast sein durfte. An den Historik, ja auch an Lenificate. Und seine Community haben dieses Jahr wirklich und auch irgendwie in gewisser Weise mit auf meinem Kanal beigetragen. Ja, roher Fisch, der bringt echt nicht viel. Das ist echt nicht den Nutzen wert, nicht den Aufwand. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Kuh. Best-ofs, da gab es auch ein, zwei von, die ich probiert habe. Lustige Letztesten, Colorbuch habe ich dann, ein Videospiel, wo man ein Ausmalbuch hatte. Hier muss doch ein Feld geben, hier im Dorf. Ja gut, bei Deponia ein großartiges Projekt. Und am 1. April, da sehe ich gerade, habe ich drei Parts, wollte gerade zwei, drei sagen, aber es sind genau drei. Da habe ich an einem Tag drei Parts Fortnite gespielt, habe es so ein bisschen getan, als würde es ein neues Projekt auf dem Kanal werden, als kleiner April-Scherz, April. Und dann, ja, nach den drei Parts ein bisschen beendet, war trotzdem lustig.
um das mal anzuspielen. So, braten können wir die Kartoffeln jetzt nicht. In den Ofen stecken. Muss trotzdem gehen. Karottenhammer. So, was hatten wir denn noch? So, realer Irrsinn habe ich darauf reagiert. Reaction Streams habe ich da auch ein, zwei gemacht dieses Jahr auf Twitch. Auf Twitch war auch ziemlich viel los. Ja, schreibt mir gerade mal in die Kommentare, was euer Lieblingsprojekt war. Dieses Jahr, ich glaube, ich werde auch noch eine Abstimmung zu machen. Die dann wahrscheinlich auch das ganze nächste Jahr wieder auf meinem Kanal zur Verfügung steht. Ein kleiner Feedbackbogen zum vergangenen Jahr auf dem Kanal. Ein Let's Test, also bei den Let's Tests war auch wirklich großartiges dabei, wie das Spiel Brunkel, wo du die wirklich wahre Geschichte von einem Mädchen, was in der Zweiten Weltkriegszeit bei den Nazis irgendwie das auf einem Bauernhof gelebt hat und dann mitkriegen musste, wie ihr Haus und Hof weggenommen wurde und ja, dramatische Sachen sich abgespielt haben. Um nicht zu lange drüber zu reden. Dann gab es am 11.04. da habe ich die Streamaufzeichnung von auf YouTube. Ein kleines, naja, mehr oder weniger misslungenes Projekt. Also es ist gelungen, wir haben es einmal gemacht. Wie lange haben wir das gestreamt? Ich lief sogar eine ganze Weile. Jetzt finde ich es nicht mehr. Doch, jetzt hier. Über drei Stunden haben wir gestreamt. Da war ein großes Among Us Twitch Stream Turnier. Ein Turnier haben wir da organisiert und veranstaltet. Was Spaß gemacht hat, aber dann an einem bestimmten Zeitpunkt dann irgendwie gescheitert ist. Leider. Für den Moment hat Spaß gemacht. Den Nightmares 2 haben wir gespielt. Die Fortsetzung zu dem Horror-Game. Ziehen brauchen wir nicht, da haben wir schon welche im Dorf. Eine Katze fangen. Ja, Death and Texas haben wir dann auch ein schönes Projekt haben wir gespielt dieses Jahr. Auch live auf Twitch. Viel auf Twitch dieses Jahr passiert, was in 18 Uhr Parts dann Streamaufzeichnung hochgeladen wurde. In Nightmares 2 hat auch großartig Spaß gemacht. Dann hatten wir auch das Format Frag Zwergi Telonym, was auch noch 2022 sehr wahrscheinlich weiterlaufen wird. Da beantworte ich euch Fragen, die ihr mir anonym auf dem sozialen Netzwerk, auf der Website Telonym stellt. Und da sind auch schon lustige Fragen gestellt worden, die ich auch schon beantwortet habe teilweise. Kommt wirklich Lustiges bei raus. Ja, Mario Odyssey, super. Mario 3D World lief dann noch ein bisschen weiter. Dann war Batman Arkham Origins gespielt. Dann kamen die Stream-Aufzeichnungen auf meinem Kanal online. Miitopia für die Switch, da haben wir eine Demo-Version von gespielt. Als letztes habe ich dann nicht nochmal gespielt, weil ich das schon. Miitopia habe ich schon mal gespielt. Früher auf dem Kanal.
Und ja, Batman Arkham Origins, das war ja das Projekt, was wir dann, das hatten wir dann abgebrochen, aus dem Grund, dass ich dann in dem Deathstroke war das, glaube ich, in dem einen Bosskampf einfach nicht weiterkam. Das ist aber auch keine Schande, weil das ist wirklich ein mordsmäßig schwerer Kampf. Da sind schon die stärksten Gamer dran, besten Gamer dran gescheitert. Man muss einige sehr tolle Reactions, die ich auch noch euch ans Herz legen kann. Reaction, Stream-Aufzeichnungen, ein paar zum Nachhinein nochmal. Echt, ey, hier, Kühe. Nachzugucken. Wenn man jetzt hier was hört, was euch, was interessant klingt, könnt ihr es natürlich noch nachgucken. Das wird natürlich auch nicht gelöscht. Da gibt es natürlich auch noch in Zukunft, auch noch nächstes Jahr, steht euch das weiter zur Verfügung. On demand. Auf YouTube. Ich war gerade ein bisschen auf Minecraft konzentriert. Ja, Batman, Deponia. Oh ja, Deponia Doomsday, da kamen dann schon die ersten Deponia Doomsday Parts. Und damit das letzte Deponia-Projekt, was auf meinem Kanal geben sollte. Weil es aktuell auch das letzte Projekt ist, was es zu kaufen gibt, was existiert. Ich würde kurz nochmal in Kühlen schauen. Rocket League haben wir mal ein Part lang gespielt. Oder zwei, weiß ich nicht. Ich kann mich an einen erinnern. Haben wir einen Part lang Rocket League gespielt. The Curse of Monkey Island, Monkey Island Teil 3, haben wir gespielt Anfang des Jahres. Also das ist jetzt, wir sind schon fast Mitte des Jahres. Ja, eigentlich schon. Nicht tauchen, Kühe. Die Curse of Monkey Island, da hatte ich das erste Mal Berührung mit dem Monkey Island Franchise. Ihr werdet es später noch hören. Habe ich dann später auch fortgesetzt und die ersten beiden Teile gespielt, Teil 1 und Teil 2, Secrets of Monkey Island und Monkey Island 2 in Jack's Revenge. Kommt noch Deponia Doomsday, war auch ein großartiges Ding. Und dann auch dieses Jahr dann irgendwann leider irgendwie in den Hintergrund geraten, in den Hintergrund gerutscht. Aber Cards Against Humanity haben wir mit dem 4-5 Discord gespielt. Die Browser Games 4-5. Production Sache. Wird es vielleicht 2022 wieder geben. Jetzt wegen Minecraft Arnor haben wir das dann, haben dann weniger Browser Games mehr, also weniger Cards Against Humanity und Scribble.io gespielt, sondern uns mehr auf Minecraft konzentriert. Warnomat habe ich natürlich auch zur Landtagswahl in Sachsen früher gemacht. Und dann später auch im Herbst zur Wahlswahl und den Wahlnomaten zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl. Was mögen wir eigentlich? Kriegen die Weizen oder womit kann man die dann vermehren? Naja. Death and Takes habe ich auch noch vorgesetzt. Reacted haben wir dann auch noch. Philipp PSD auf Best of Bundestag. Reaction gibt es auf meinem Kanal. So dann, was haben wir dann noch? New Pokémon Snap. Habe ich auch gespielt auf dem Kanal. Dieses Jahr Dinner World kam. Dann sehe ich hier noch Chair Simulator, haben wir das gespielt. Auch interessant.
Ja, kleines Trash Game, wenn man so will. Und dann war was großartig. Oh, Sackgasse. Dann war was Großartiges. Ich glaube, das muss schon Juni gewesen sein. Mai oder Juni, ich glaube Juni. Muss im Pride Month gewesen sein. Dann kam nämlich mein Sideblock Nummer 40. Mein Coming Out. Da habe ich den letzten Talk gemacht, 16 Minuten lang über Asexualität geredet und ein bisschen erklärt, mich geoutet, dass ich asexuell bin und ein bisschen auch mal ein kleines Erklärvideo gemacht, was es denn damit auf sich hat, was mit dieser Sexualität auf sich hat und ja, was das mit mir zu tun hat. Minecraft Anno 2.0 hat sich angefangen. Oh Gott, ich sehe letztes Pein. Was für eine Pein. Ja, wir gehen zurück. Wir laufen im Kreis. Ja, React 2 habe ich auf dem E3, auf Nintendo Direct für ein E3-Stream, für E3 gemacht. Also ein E3-Stream habe ich jetzt nicht direkt gemacht, aber auf die Nintendo Direct E3 gereactet haben wir. Dann haben wir ein paar Tierlists gemacht, Bracket Files hieß das, um genau zu sein. Jetzt mal wieder nach Hause finden. Ja, was haben wir denn hier noch? Was sehe ich hier noch? Gut, jetzt teste sehe ich hier. Minecraft Master Builder, das habe ich mal ausprobiert. Nein, hier nicht lang. Und ja, Sea of Thieves, The Pirate Tale, wir haben schon drüber geredet. Dann gab es noch ein kleines Human Fall Flat Level, was wir gespielt haben. Naja. Hört von mir wenig Begeisterung. Sekunde, wenn das war die Sackgasse, oder? So wahrscheinlich dort lang. Geradeaus. Wie ist das hier? Ist das hier? Overcooked 2 haben wir gespielt. Overcooked 2. Das haben wir. Vier Parts sehe ich hier. Vier Parts mit Modi. Ich habe mich tierisch verlaufen. Ich glaube, über das Gebirge hier müssen wir mal rüber. Sorry, dass ich jetzt mich ein bisschen ablenken lasse. A Minute of Islands, ja, da haben wir ein vollwertiges Projekt, Let's Play dazu gemacht. Master Build, das habe ich mit dem lieben Enter. Im Enter GG Gaming. Zweite Kuh. Ich brauche euch beide. Damit ihr euch mehret. Und schöne kleine Kinder kriegt. Zur Schlachtbank geführt werden können. Ja, Minecraft haben wir schon viel gespielt. Master Builders. Und Arno. Sind ein bisschen doof, die Kühe. Wir brauchen eine extra Einladung und Anleitung. Wo bin ich hier? Beide Kühe verloren. Nee, nee. Ja. Sea of Thieves sehe ich hier.
gerade mal die Lane nicht verlieren. Ich würde es mal in die Richtung versuchen. Life is Strange schauen wir dann. Ja, aus dem Netztest von Netztest Nummer 100. Da habe ich euch abstimmen lassen, welches Spiel ihr wollt. Da gab es 3 oder 4 Spiele zur Auswahl. Ihr habt euch für Life is Strange entschieden. Da habe ich Life is Strange Netztest 5 Stündchen angespielt. 5 Stündchen und anderthalb. 1 Stunde 20 war es, glaube ich. Und später soll es dann auch auf meinem Kanal als Let's Play stattfinden. Ja, Life is Strange wäre ich auch ein Herzensprojekt. Da habe ich mich wirklich. Kann ich vorher noch gar nicht. Habe ich dann erst jetzt fürs Let's Play kennen und lieben gelernt. Three out of 10 sehe ich hier. Ein kleines Indie-Projekt. Und ich sehe das Dorf, wir sind da. Wir haben nach Hause gefunden. Hurra. Und in der World lief noch weiter. Dann gab es den wundervollen Part von Minecraft Arno. Wo wir dann übermüdet nachts noch bis Mitternacht, bis 1 durch noch gestreamt haben. Und dann, wo dann uns kurz Stromausfall war. Bei Modi und mir gleichzeitig hat Modis Telefon noch mysteriös geklingelt und so, dass es dann, und dann müde wie wir waren, kaputt wie wir waren, haben wir schon den Teufel in der Wand gemalt, haben wir uns gegruselt, ein bisschen lustiger Part. Mein Köln-Urlaub 2021 habe ich einen Vlog davon gemacht. War ich eine Woche in Köln. Da habe ich ein bisschen Urlaub in Deutschland gemacht. Da sieht man die Taverne wieder. Und ja, war ein toller Urlaub. Ein tolles Video dazu. Lego Herr der Ringe. Das Projekt lief dann auch auf dem Kanal. Gamescom 2021 darf man natürlich nicht unerwähnt bleiben. Da haben wir einige Let's Tests aufgenommen und auch gestreamt habe ich da auf Twitch. Außerordentlich. Die Opening Night Live habe ich mit Molly gemeinsam darauf reacted. Und dann gab es auch einige ein, zwei Streams von der Indie Arena. Ja, dann ging die Pony Doomsday zu Ende. Da hatten wir ein Video, auf was ich auch wirklich ein bisschen stolz bin. Es war ein hartes Stück Recherche, was ich da gemacht habe. Als Vorbereitung zur Bundestagswahl habe ich 20 Kleinstparteien kurz, also 20 Kleinstparteien so und so vielen Sekunden, habe ich kurz zusammengefasst und ja, für euch dann aufgenommen. Dann gab es ein kleines Faktenvideo. Ja, wie schon gesagt, Bundestagswahl, Wahl-O-Mat. Den Wahl-Swipe haben wir gemacht. Dann habe ich einen Setlog dazu gemacht, wie ich das Lego-Set Everyone is Awesome aufgebaut habe, was bei mir hinten im Regal steht immer noch. To the Woods haben wir gespielt. Ein Zug-Simulator, Train-Simulator 2-mal gezockt. Ich bin mal mutig, ich werde es bereuen, aber mutig und lass mal die Kühe herein. Mach den Stall auf. Ich mixe jetzt einfach Kühe mit Schweinen. Minutes haben wir gespielt.
in einem Stream. Hau ich mir nicht ab, Kür. Was brauche ich noch? Das gleich wieder zu bauen. Jetzt kommt schon ein Schwein. Wenn zwei drunter bleiben, kann ich noch neue. Kommt rein, Kür, 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 Kür. Rein hier. Oh nein. Bleib doch drin. Das ist dumm gelaufen. Schwein. Schwein. Ich habe Karotten. Sekunde, das passiert natürlich, wenn man Minecraft spielt, dass man hier auch mal ein bisschen. Machen muss. Nö, da ist da drin. Die Leinen sind jetzt da. Oh, okay. Das eine Schwein ist rausgekommen. Ja, toll. Dinge passieren. Ja, hier drin. Oh, Kühe und Schweine aber genügend. Da musst du dran glauben. Mr. Schnitzel. Gut. Was kriegen die Kühe? Das nicht. True the Woods haben wir gestreamt. Three out of ten. Dann gab es ein Bundestagswahl 2021 Ergebnisvideo mit Serpi zusammen. Habe ich dann auf die Ergebnisse reagiert. Oh, wunderschön. Und einen großen Wahlabend, Wahlparty-Stream gab es auf Twitch und dann auf dem Kanal. Und ja. In Juggler's Tale natürlich, in Juggler's Tale hat mir großartig Spaß gemacht, war auch ein. Auch ein tolles Projekt dieses Jahr. Ich muss da gerade mal die Seile holen. Minecraft zu spielen während des Videos war jetzt nicht die tollste Idee. Ja, dann haben wir Fragzwänge, habe ich natürlich auch noch bis zum Ende gemacht. Escapist haben wir gespielt. Da gab es ein paar Spiele, gab es da, die ich ausprobiert habe und getestet habe. Die Minute, da habe ich vorhin nicht lang genug drüber geredet. Ja, großartiges Spiel, wo man immer eine Minute Zeit hat. Wie es schon heißt, ein Minute. Wird zwar anders geschrieben, aber soll darauf hinauslaufen, soll darauf hindeuten. Eine Minute Zeit. Das war jetzt Blödsinn. Ja. Das arme zu kleine, zu viele kleine Münzen, wenn ich geahmt habe. Haben wir noch
Katamari Damashi habe ich Katamari Damashi Reborn haben wir gespielt. Und müssen wir wieder Holz besorgen. Schwein. Gut, na dann, mal dem Ofen so zugucken beim Braten. So, was aber noch reden habe ich gehalten. Da gab es zwei oder drei habe ich davon gehalten dieses Jahr. Da bin ich dann nur aus organisatorischen oder aus zeitlichen Gründen habe ich dann nicht mehr geschafft. Bin ich dann einfach nicht mehr dazu gekommen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf gehabt hätte, sondern einfach, weil es nicht mehr ging. Kommen 2022 wieder mal einige politische Reden halten. Am liebsten der Politik-Teil auf meinem Kanal. Ofenkartoffeln. Der Train Sim wird zweimal noch gespielt. Lego Herr der Ringe, was halt das, was wirklich lange angedauert hat. Was auch noch ein Weilchen dauern wird bis ins nächste Jahr rein. Das kann ich schon mal ankündigen. Ja, in Juggler's Tale. Einige tolle Let's Tests von der Gamescom haben wir gemacht. Zum Beispiel auch wieder die drei Favoriten von der Gamescom von mir. Da hatten wir immer Return of Nankrim, Fall of Porcupine und Turnaway hatten wir da noch. Dann gab es Reactions, dann gab es ein Reaction auf den Ankündigungstrailer für die, nicht den Ankündigungs-, aber einen Trailer auf Pokémon Strahler Diamant. Dann haben wir hier noch Besuch auf Enter Server. Ja, da habe ich auch einen Minecraft Community Server, als er geschlossen wurde, dann haben wir einen Stream von gemacht. So wie der hier jetzt gerade. Das ist jetzt Abschiedstour eben. Gut, und dann sind wir hier fast schon am Ende des Jahres. Zweiges großes Horror Halloween Special. Da haben wir Dark Side Detective gestreamt. Und tun es immer noch. Das ist auch ein Projekt, was noch beendet werden muss. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich werde es jetzt in den letzten Tagen des November, Dezember abgeschlossen haben. Schöne Aussicht hier. Trainer um es zu Ende reden. Stubbs, The Zombie Rebel Within, das Trash Game, was wir gespielt haben zu Halloween. Auch ganz lustig. Eine Tierlist zu den Greatest Video Games of All Time habe ich mit Modi gemeinsam 2 Stunden lang gemacht. Und dann fing Life is Strange an. Life is Strange wirklich ist mir sehr ans Herz gewachsen, diese Reihe. Und das war es dann auch so ziemlich. Pokémon Strahler Diamant natürlich, dann am Ende des Jahres, dann, als ich alles rauskam, haben wir angefangen. Dann gab es den Adventskalender, den Minecraft Adventskalender dieses Jahr, mit immer an den Sonntagen Servertouren durch Maps, also Map-Touren durch Map-Downloads und die üblichen Kerzenanzünde-Videos, die jedes Jahr als Tradition eigentlich schon sein müssen. Dann sind wir hier prinzipiell schon am Silvester-Special, am Weihnachts-Special. 2 Weihnachts-Specials habe ich am 25. am 26. hochgeladen. Und dann haben wir das Silvester-Special. Ja, war voll und bunt dieses Jahr auf dem Kanal. Einiges an Stream-Projekten, die um 18 Uhr, die ich vielleicht auch nicht alle aufgezählt habe, die online gingen und auch 14 Uhr Projekte, die ich, da habe ich einige
tolle Spiele gespielt. Und nächstes Jahr, was euch nächstes Jahr erwartet, das seht ihr am nächsten Video, das ich auch noch heute hochladen werde. In den nächsten Stunden. Kleiner Ausblick auf das kommende Jahr. Dann ein bisschen organisierter als jetzt gerade. Ja. Es wird nicht ganz, mein Maus spinnt hier ein bisschen. Es wird nicht ganz passen, aber ja. Auch lustig hier, der hier. Eine kleine Falle. So, ja, da habe ich hier auch noch ein bisschen das Winterdorf gezeigt. Hier haben einige ihr Haus auch ein bisschen abseits von der Phase. Betreten verboten, dann gehen wir natürlich nicht rein. Wenn das verboten ist. Der Bootsanleger. Das wollte ich nicht. Das war ein Versehen. Ja, und den Podcast dürfen wir natürlich nicht vergessen. Podcast gab es natürlich von einem anderen Kanal auch einige tolle Parts dieses Jahr. Mal vieles geredet. Da bin ich gespannt, wie es dann 2022 weitergeht. Da gab es einige Themen dieses Jahr. Ja. Twitch kann ich nur erwähnen. Gibt es viel, vieles Großartiges. Twitch läuft sehr gut. Ja, gut läuft es nicht, aber aktiv läuft da viel. Habe ich auch Spaß dran, sehr. Auch wenn da primär mehr Zuschauer kommen könnten. Ist manchmal ein bisschen leer dort im Chat. Gut. Dann werden wir auch nächstes Jahr das sechsjährige YouTube-Jubiläum begehen. So schnell vergeht die Zeit. Schon wieder ein Jahr rum. Schon wieder wird man älter, schon wieder haben wir hier. Schon wieder feiern wir Jubiläum im Februar dann. 27. Februar dann. YouTube-Jubiläum. Am 13. Januar habe ich ja dann jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch noch ein weiteres Jubiläum, nämlich das Twitch-Jubiläum. Mehr Jubiläen, hurra! Ja, so viel dazu. Hier nochmal eingeblendet, weil hier die Leute auf dem, kann ich euch füttern? Die Schweine sind, glaube ich, wieder dran mit Füttern. Ja, mal gucken, ob die Kühe was brauchen. Und wollen. Ja, ich hoffe, ich hatte dieses Kleinmaus gar nicht. Dieses Jahresrückblicksvideo gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und damit ich nach oben Abo. Abonniert die Glocke. Und ja. Lasten. Das Wunder der Geburt hier noch sehen. ja, schaut auf Twitch vorbei. Da habt noch einen ganz tollen Restabend. Wir sehen uns dann sehr bald im nächsten. Im nächsten, sag schon, im Jahresvorausblick-Video. Komm her, zweite Kuh. Sehr schön. Und
Dann bin ich alleine auf dem Server. Diese, die anderen sind prinzipiell auch hier. Es ist bloß gerade spät. Die sind jetzt sind schon ins Bett gegangen. Das will ich jetzt auch tun. Mit der eigenen Taverne. Und dann, ja. Habt ihr noch ein paar letzte, paar gute letzte Stunden des Jahres 2021? Ja. Das war 2021, haben wir ein bisschen zurückgeblickt. Und ja. Haut rein. Ciao.